Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosser Oldorf. Ich habe hier ein altes Schloss mit einem alten Schlüssel und der Kunde sagt, manchmal geht das Schloss nicht auf, wenn es abgeschlossen ist. Ja, das liegt daran, weil hier der Riegel praktisch durch die Gegend fliegt und Ursache ist hier ist diese gebrochene Feder. Ich muss das Schloss jetzt einmal aufmachen und dann wieder verschließen. Ja, wir haben hier also Nieten drin, sogar ziemlich dicke. Eins, zwei, drei Stück. Und die muss ich jetzt gleich öffnen. Ja, und wenn das jetzt hier so ein bisschen hin und her schiebt, dann geht das Schloss natürlich nicht auf. Weil eben halt dieser Hebel da hinten nicht einrastet. Okay, dann mache ich mich mal dran, das jetzt hier eben zu öffnen. Und dann werden wir da gleich mal eben reinschauen. Das Schloss habe ich jetzt auseinandergenommen und ja, hier kann man sehen, dass das gebrochen ist. Und das, was ich jetzt noch machen müsste, ist das hier wieder zusammenzubauen. Das ist zwar jetzt eine Feder oder ein Eisenstück. Eigentlich ist nur dieses hier aus Eisen und das ist eben halt das Gehärtete für die Feder, dass die Spannung drauf ist. Also theoretisch brauchte ich das jetzt hier nur zu schweißen und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Gut, ich mache mal so, dann sieht man das besser. Und das werde ich jetzt gleich mal machen und danach werden wir das wieder einbauen. Ich habe das jetzt hier geschweißt und wichtig ist, dass ich den Öffnungswinkel, der darf nicht zu groß werden, das ist jetzt also hier 20 mm. Jetzt setze ich das Ganze erstmal ein. Es darf deswegen nicht mehr sein wie 20, weil sonst die Spannung zu groß wird. So, jetzt stecke ich den Schlüssel hier rein und man kann sehen, funktioniert wieder. Ich mache mal eben den Deckel nur da eben oben rein. Und jetzt merkt man hier, das funktioniert wieder richtig. Gut, jetzt werde ich das Ganze nochmal eben schmieren. Dann kommen hier die Nieten wieder zumachen und dann ist das ganze Schloss wieder funktionsbereit. Das werde ich jetzt dann fertig machen und ja, das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr so zu zeigen. Also wie gesagt, ich schmiere das jetzt nochmal eben, das Schloss, mache die Nieten hier wieder zu, dass es wieder drauf ist und man kann ja sehen, das Schloss schließt. Warum diese Teile hier drin sind, weiß ich nicht. Braucht man nicht, außer dieses eine. Da kann man das also manchmal ist es anders. Kann man das also sehen, wenn der Schlüssel drin steckt. Also dieses untere hier. Da schließt er durch. Wenn der Schlüssel jetzt also zu wäre an der Position, ich drehe ihn mal um, da ist er ja zu, dann kann man den hier also nicht durchschließen. Und das hat man in verschiedenen Positionen gemacht und dann muss auch eben halt diese Auskerbung in verschiedenen Positionen sein, entweder dichter hier dran oder wie hier in der Mitte oder ganz weit unten. Und so ist das auch mit diesem unteren. Das kann man hier sehen, an dieser Position. Denn wenn ich jetzt schließe, geht der Schlüssel dran vorbei. Jetzt ist das hier abgeschlossen. Da muss ich nachheben eben. Jetzt ist hier abgeschlossen und wenn ich jetzt einen Schlüssel hätte, der diese Aussparung nicht hätte, dann würde der, ich mache den jetzt mal ein bisschen höher, den Schlüssel, dann würde der also praktisch immer hier gegenlaufen. Ja? Das heißt, man könnte den nicht einfach mit irgendeinem anderen Schlüssel öffnen, sondern man muss eben halt schon so einen haben, der diese Kerbe hat. Dann läuft der hier vorbei, hebt dann die Zuhaltung an und schließt. Also, das hat man deswegen gemacht, damit man nicht das einfach mit irgendeinem einfachen Dietrich das öffnen kann. Und so wurden die Sachen eben halt verbaut und dieses kann man auch in verschiedenen Höhen eben halt machen, dieses Teil. Oder ja, verschiedenen Höhen machen, entweder höher oder runter. Und dementsprechend wären dann die Truhen oder Schlösser eben dementsprechend gesichert. Das heißt also, man braucht immer den dementsprechenden Schlüssel. Das ist so ähnlich wie zwei Zuhaltungen. Nur dass die Zuhaltung jetzt hier ist oder die Sperre hier ist und die Sperre hier vorne ist.
kann man hier nochmal sehen, dann geht der Schlüssel vorbei. Der passt da genau rein, das ist also praktisch eine Sperre. Kann man auch Zuhaltung zu sagen oder Hindernis. Und wenn das jetzt nicht wäre, wäre das einfach nur, wäre diese Zuhaltung, die jetzt hier ist, diese hier, wäre ja nur eine einfache. Und somit ist das eben halt so, als wenn die heutigen mit mehreren Lamellen hier versehen. Es gibt ja diese alten Schlösser auch, die hier noch Lamellen drin haben. Tresorschlösser beispielsweise sind auch so aufgebaut. Gut, nur mal dazu erklärt. Alles klar. Ich werde das jetzt nochmal eben schmieren und wieder zusammenbauen. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.